Recht herzlich willkommen zur 217. Folge von City Skylines. Ja, wir müssen mal schauen, wo unsere Kreuzung ist, die wir letztes Mal beackert haben. Ja, hier hinten war die. Da ist dieser schicke Kreisverkehr. Und wir hatten hier noch Verkehrsprobleme an dieser Stelle, ne? Jo. Hier haben wir gesagt, geht's. Da geht's auch, obwohl rot ist, aber es ist trotzdem nicht viel Verkehr da. Das entzerrt sich auf jeden Fall. Hier oben steht zwar auch rot, aber das liegt daran, dass das Straßenstück wahrscheinlich so kurz ist. Stellt sich die Frage, ob wir hier nicht vielleicht sogar dieses Stück hier einfach wegnehmen können, ne? Lassen wir so. Obwohl, rein theoretisch ist da ja nichts gebaut, ne? Zack. Weg. Gut, Bagger weg. Anzeige. Und die wird jetzt gleich das größere Stück länger werden. Aber jetzt dadurch ist ja natürlich auch längerer Stau. Ja, warum gibt es da jetzt keinen Anschluss? Okay, da war doch ein Haus dran. Ne? Keine Ahnung, was es für eins ist, aber es war eins dran. Ne? Okay, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? So rum geht's, alles klar. So, Straße ist da. Aber die haben immer noch ein Problem. Na, jetzt ist der Fall. Ne, der Fall ist immer noch nicht weg. Erkennen die jetzt nicht die Straße an, oder was? Wohl gerade doch. Ja, und schon staut sich's bis dahin hin. Auch sehr schön. Komm, zack. Straße wieder durchgezogen und Stau gleich weg. Lassen wir jetzt erst so da, obwohl jetzt haben wir gerade, sehe ich, updaten wir das noch da, so. Mit den Bäumen sieht es ja doch schicker aus. So, dann nochmal da hin. Da herrscht das Chaos noch. Hier ist es auch nicht besser geworden. Jetzt ist die Frage, was macht man hier, dass das besser wird? Da ist immer noch die Ampel zugange, ne? Das aus. Und dann das an. Und da ist die Stoppstraße. Wo ist sie noch? Da. Die haben Vorfahrt. Ändert aber wahrscheinlich auch nicht ganz so viel, ne? Hier klappt das einfach nicht. Das Stück ist einfach zu nah da dran, ne? Was wäre die Alternative? Wir bauen diese Straße um. Vierspurig mit Straße oder mit Bäumen in der Mitte. Also der Fall da sagt, dass da unbedingt was reingebaut werden muss, oder wie? Interessanterweise geht es so rumzubauen, aber nicht so rum. So, zack. Dann reißen wir dieses Stück da ab. Und die fahren jetzt alle da lang. Und hier
könnte man das ähnlich machen. Ob es das bringt, ist die nächste Frage, ne? Wir bauen mal die Straße wieder dahin. Reißen das Stück da weg. Zack, nehmen das mal weg. Jetzt müssen die alle hier lang fahren. So, sieht jetzt aber wahrscheinlich genauso schlecht aus, ne? Ach so, hier ist eine Ampel wahrscheinlich noch drauf. Das sollten wir vielleicht mal gucken, wie das gelöst ist. Nein, den Bagger aus. Und Straßenbau aus. Und das an. Und das an. Ja, so ist es jetzt richtig. Das ist hier die Frage. Ja, so ist es richtig. So, jetzt nochmal hier der Stau aufkommen. Ist jetzt noch schlechter geworden. Ich glaube, das ist hier alles chaotisch. Ich glaube, wir machen hier eine Ausfahrt für dieses Wohngebiet. Fertig. Reißen hier das ab. Die sollen da hinten rausfahren. Das reißen wir auch ab. Die Straße kommt vierspurig hier rein. Reißen das da ab. Und reißen das da ab. Schauen uns das an, wie das aussieht. Mal eine Hauptverkehrsader, ne? Bauen da durch. Passt. Hier geht sowieso. Schauen wir uns das nochmal an. Dieser Verkehr, der ist immer noch das Problem. Die sind nicht angeschlossen, auch sehr schön. Jetzt sind sie angeschlossen. Bauen die Straße zurück. Bauen die Straße auch zurück. Es ist hier viel los. Setzen das so, so. Reinfahren ist kein Problem. So. Jetzt sind wir hier ist Chaos. Da hinten ist okay. Machen die Ausfahrt hier noch weg, oder? Bagger raus. Ausfahrt weg. Ruhe ist.
So, haben wir das. Entzerrt sich nur nicht, ne? Vor allem hier ist ganz schlimm. Wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Ampeln, die da jetzt gerade laufen. Genau so ist es. Die machen wir mal weg. Millenstoppstraßen. Das ist alles okay. Das auch. Also weit läuft's, ne? Ist nur jetzt etwas schwierig mit dem Verkehrsaufkommen, was wir hier gerade haben. Aber wenn ich sehe, dass ich hier eine dreispurige Straße oder von mir aus auch nur zweispurig habe, die aber nur einspurig befahren wird, dann ist hier irgendwas falsch in dem Spiel. Was bringt mir das dann? Dann kann ich gleich eine einspurige Straße machen. Ich kann dreispurig abbiegen, aber es wird nicht gemacht, das ist das Problem. Das ist eine Spur für die Feuerwehr, ist klar. Was haben wir hier noch? Straßenzölle haben wir jetzt. Okay, das ist natürlich cool. Da machen wir eine Zollstelle, dann fahren da nicht so viele lang, ne? Ja. Zack. Zack. Und die ordnen sich immer noch ein, könnten hier jetzt dreispurig abbiegen, tun sie nicht, weil kein Mensch weiß, wie es hier weitergeht mit dreispurig. Puh. Das ist doof. Hier hat sich's ein bisschen entzerrt. Hier geht's auf diese Seite eigentlich, ne? Kann man so lassen. Aber hier, das ist echt doof. Hier wohnen zu viele. Friedhöfe sind wahrscheinlich auch alle voll. Ja. Schwieriges Ding hier, diese Straße. Was ist denn hier so mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier? Gar nichts. Da ist die Bahn. Da ist eine Straßenbahn. U-Bahn war grün, ne? Die ist gar nicht da. Sollte man hier mal eine U-Bahn hinbauen, dass die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Das wird's dann sein, ne? Ja. Hier macht sich's doch ganz gut, ne? Zack. Wo bauen wir die hin? Ja, hier rüber macht Sinn, ne? So, dann eine Linie basteln, die hier losfährt. Mach da.
Muss die Station da? Geht nicht oder was? Oder muss ich nur schließen? Geht das dann wieder zurück? So, jetzt ist es toll. Man noch fährt, doch, da fährt einer. Nee, den Bagger ausmachen, den brauche ich nicht. Ich möchte jetzt gerne. Na, ich wüsste jetzt gerne, wie will da mitfahren. Und das ist jetzt hier. Ist das dann die oberste? Naja. Ja, ist ja cool, ne? U-Bahnlinien, ja. Wer ist jetzt diese? Hammer, oder? Okay. Ist wohl doch die. Drei von drei Fahrzeugen, okay. Keiner sitzt drinne. Noch besser. Aber ich glaube, jetzt sitzen da gleich welche drin, einfach aus dem Grunde, weil die erst angenommen werden muss, ne? Zwölf, 22 läuft. Das war die Linienübersicht, okay. Ja, die fährt jetzt hier lang. Ja, kann sie vergessen. Das müssen wir da ausmachen, wenn. Es laufen auf jeden Fall welche hier hin jetzt. Da stehen auch ganz viele beim Bus. U-Bahnlinie 10 ist das. 1 bis 5 ist schon geklaut, oder was? Okay, da sind schon mal die Hälfte drinne. Dann macht ja schon mal was. Dieses Fenster jetzt dementsprechend mal verschieben könnte, ne? Aber irgendwie mag er das nicht verschieben. Ist voll doof. Tag und Nacht. 100% ersparte Autofahrten, ja. Fenster aufrufen, ne. Vielleicht sollte man unterwegs noch eine Station haben, ne? Weil das ist ja doch ein langes Stück. Aber hier wäre jetzt auch nicht sinnig gewesen, irgendwo anzuhalten, oder? Hier könnte man noch was machen. Aber die kriegt man jetzt auch nicht da reingebaut, oder? Das ist das Problem. Das ist das, was ein bisschen schade ist, ne? Ich kriege das jetzt nicht da reingebaut. Obwohl, man kann das ja so machen.
dass man hier eine Straße reinbaut gerade. Gibt es auch nur Buslinien? Nur Busstraßen? Wo ist ein Taxi? So, passt. Jetzt nochmal in den, ja, war schon richtig, ne? In den Verkehr hier rein. Ja, lässt sich jetzt nicht reinbauen. Ist aber nicht schlimm, weil wir das so lösen jetzt. Indem wir jetzt hier so arbeiten. Jetzt haben die da keinen Strom, auch sehr schön. Was haben wir für Wohnflächen? Kommt noch Kommerz hin, bisschen größerer Kommerz. Passt, die wollten sowieso gerade was haben. Sollte gleich hier Strom auch rüberkommen, wenn die dann bauen. Sieht gut aus. Das müsste sich noch erweitern, oder? Baut noch einer hier bitte. So, da ist schon einer. Da kommt noch einer. Hier muss noch einer hin. Es sind noch zwei Flächen da. Die sind leer auch zugebaut. Na? Werden natürlich als letztes gebaut, ne? Ist auch klar. Wasser fehlt wahrscheinlich auch noch, oder? Ne, Wasser ist da. Wenn die beiden da noch bauen würden, dann würde das ja funktionieren, ne? Fertig. Und Strom ist jetzt da. Interessant, ne? Na, jetzt bauen sie auch. So, jetzt haben wir hier auch die Dingens, die Unterbahn. Oh, Unterbahn, alles klar. Das. Und jetzt da einziehen. Fast. Und das ziehen wir auch darüber. Passt auch. Super, oder? So, da müsste hier nur noch abreisefähige Leute sein, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wo fahren die Buslinien lang? Da fahren keine. Da rechts fährt auch keiner. Hier ist aber eine Ausfahrt. Gut, dann gibt es da noch einer jetzt. Achso, da muss man alles drücken, dann geht das auch, ne? So, das bedeutet, da machen wir eine hin. Hier machen wir eine hin. Gibt es hier irgendwo? Ah, da gibt es schon eine. Die zum Wechseln. Und schließen. Fertig.
Sollte funktionieren, ne? Muss man nur gucken, ob die angenommen wird. Aber ja, Leute laufen ja schon genug rum, ne? Kann man das hier sehen? Ne, leider nicht. Kannst du nur hier sehen, ne? Linie 10. Der Halt ist hier. Und das ist der neue Halt, ne? Genau. Und dann mache ich es weg, dann kann ich das nicht sehen. Das Fenster stand super da. Okay, aber wir sind schon wieder ganz lange in der Zeit. Ich glaube aber auch, dass das Ding hier angenommen wird, so wie man sieht. Jetzt fehlt noch ein Bus, dann wäre alles top. Gibt es hier irgendwo einen Bus? Da steht keiner. Da steht auch keiner. Ja, hier stehen schon Leute. Dann wird auch gleich irgendwo ein Bus kommen. Neues Einkaufszentrum. Da stehen auch Leute. Jetzt fehlt es nur noch am Bus. Und der ist hier und schon wahrscheinlich überfüllt. Ne? Nein, noch nicht mal, aber da stehen schon so viele. Aber warum steigen die da nicht ein? Zwei von 30. Wo wollen die denn dann hin, bitteschön, wenn die da nicht einsteigen? Tja. Das ist da. Naja, weiß ich auch nicht. Dann ist das halt so. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es erst für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.